Paula Preis und ich kandidiere am 14. März 2021 auf Platz 5 der FDP für die Stadtverordnetenversammlung in Bad Nauheim. Meine wunderschöne Heimat, in der ich mich sehr wohl fühle und im Kreise meiner Familie und Freunde jeden Tag aufwache und lebe. Früh aufstehe. Fernsehen. Pasta. Wein. Mein Alter. Ach so. Ich dachte, der Alter vom Wein. 22. Ich bin ledig und lebe mit meiner Mama zusammen. Ich bin Studentin der Rechtswissenschaften und habe zuvor eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolviert. Freiheit bedeutet für mich, mich selbst auszuleben und meine eigenen Entscheidungen treffen zu können und selbstständig zu handeln. Cola, aber leid. Dass es nicht genügend Örtlichkeiten gibt, an denen Jugendliche zusammenkommen können. Dass Bad Nauheim eine kleine Stadt ist, aber trotzdem alles bietet, was man für den alltäglichen Bedarf braucht. Meine Freunde und das Reisen. Nein. In der Kernstadt und bei mir zu Hause. Ich habe mich schon immer für Politik interessiert. Ich war vorher ja im Jugendbeirat der Stadt Bad Nauheim aktiv. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen. Und da habe ich mich bei der FDP am wohlsten gefühlt und am bestaufgehobensten. Ich denke, dass Bad Nauheim auch eine junge Stimme braucht, die sie vertritt. Und ich möchte gerne den Jugendlichen von Bad Nauheim und den jungen Menschen ein offenes Ohr schenken, weil ich denke, dass ich nah an ihnen dran bin und somit frischen Wind ins Parlament bringen kann. Malta. POVI. Ordentliche Politik macht für mich aus, dass man nah am Bürger dran ist, dass der Bürger Gehör findet und dass das umgesetzt wird, was auch vorher im Wahlkampf versprochen wird. Der erste Job war ein Kellnerjob. Schütze. Meine Mutter. Hier auf Bad Nauheim bezogen auf jeden Fall die Jugendpolitik und den bezahlbaren Wohnraum. Die Politikverdrossenheit von vielen in meinem Alter. Weil es mir die Möglichkeit gibt, mitzugestalten und meine Ideen einzubringen. Eisstadion. Kerb. Auf dem Johannesberg. Rote Teufel. Halbvoll. Organisationstalent. Ungeduldigkeit. Für weitere Informationen freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.fdp-badnauheim.de. Wir bitten Sie um Ihre Stimme am 14. März 2021 bei den Kommunalwahlen für die FDP und ich kandidiere auf Platz 5 für die Stadtverordnetenversammlung in Bad Nauheim.